Wir sind 1982 angetreten, als wir zum ersten Mal auf der Mattenschanze einen Wettkampf ausgetragen haben, dieses Sommerskispringen mit einem hohen Anspruch zu veranstalten. Auch eben Weltklasse da zu haben. Und das hat sich auch schnell herumgesprochen, dass wir hier die Teams sehr gut beherbergen, dass wir gastfreundlich sind und dass wir eine gute Anlage haben. Und so hat sich diese Situation auch bei der Presse, bei den Medien, sehr schnell zu einer beliebten Veranstaltung im Sommer gemacht. Viele haben gesagt, Sommerskispringen, was ist das? Skisport im Sommer, ist es nichts. Die Medien haben die FIS eigentlich gedrängt. Mensch, ihr habt im Sommer so eine tolle Veranstaltung, so ein tolles Event. Warum macht ihr keinen Weltcup im Sommer? Und dann hat die FIS sehr lange überlegt, Weltcup im Sommer wollte man nicht, hat aber dann den Ausweg über den FIS Grand Prix gefunden, der dann 1994 zum ersten Mal stattgefunden hat und bei dem wir bisher der einzige Ort sind, der wir alle FIS Grand Prix auch ausgetragen hat.